Tropenfeeling mitten im Dezember. Wie fühlt sich das für Sie an? Herrlich. Dschungel ist sowieso Ihr Ort, ne? Ja. Sehnsuchtsort? Meine Herzensheimat auf jeden Fall. Da bin ich glücklich. Schauspielerin Jana Palaski ist bei uns bekannt aus Fuck You Goethe oder als Vampirkönigin. Wir reden über den Dschungel als Herzensort und warum jeder von uns ein Held ist. Jetzt bei DAS. Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Ich kann Ihnen versprechen, heute kriegen Sie positive Energie. Unser Gast hat jede Menge davon und will was abgeben. Schauspielerin und Kinostar Jana Palaske, eine Frau, die weiß, wie Seelenwellness funktioniert. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Das mit der Energie stimmt, oder? Sie haben jede Menge mitgebracht? Ja, ich glaube schon. Gibt es ein Ritual, wenn Sie morgens mal vielleicht aufstehen und das Gefühl haben, heute fließt es gar nicht, was Sie machen? Oh, ja, auf jeden Fall. Da sind Sie bei mir auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Also Rituale habe ich eine ganze Menge. Also erstens kalt duschen morgens. Also ich fange schon mit warm an. Das ist schon auch gut, um so besonders in der kalten Jahreszeit so die Gelenke aufzuwärmen. Aber dann schön graduell auf kalt und so richtig kalt, so 1-2 Minuten. Das ist wirklich die beste, also es ist wirklich Medizin. Dann animiert hat den ganzen Körper, stärkt das Immunsystem. Also ich habe damit so jemanden studiert, Wim Hof. Ich weiß nicht, der ist auch ziemlich bekannt. Also der kann 80 Minuten in Eis sitzen, oh Gott, ohne dass seine Körpertemperatur tiefer geht. Also, aber dazu gehören auch dann noch so bewusste Atemübungen. Und also das kann ich auch empfehlen. Ja, können wir vielleicht gleich schon welche machen. Chanten, Atemübungen, Lichttanzen. Wir haben ja 45 Minuten Zeit live bei DAS. Wir reden auch über Ihre Erfahrung natürlich als Dancing Queen und Ihre erste Single. Aber Jana, jetzt muss ich erstmal ein Kompliment loswerden. Das sieht so toll aus, was Sie anhaben. Oh, danke schön. So besonders auch vor allem. Ja, ich glaube, das ist so mein Markenzeichen, ja, oder? Besonders bin ich ja auf jeden Fall. Aber nicht nur für uns jetzt manche so angezogen? Manche mögen es, manche nicht. Ich finde es wunderbar, aber nicht nur für uns jetzt, sondern so sind Sie auch durchaus, wenn Sie mit Freunden oder ausgehen. Ja, also ich meine, ich lebe ja, da kommen wir ja, glaube ich, nachher noch ein bisschen mehr zu, am liebsten im Dschungel. Also ich mag es sehr gerne bequem, also ja, barfuß und Kleider, also ich mag gar nichts, was so arg eng ist. Also ich muss mich schon immer in allem bewegen können. Also ich muss in allem auf der Stelle irgendwie Yoga machen können. Oder auch noch so gelenkig dabei, Wahnsinn. Und hier dieser Ohrring, der einen, haben Sie den selbst gemacht? Zum Teil, das waren zwei. Ich habe den dann zu einem gemacht, weil ich trage lieber nur so einen langen. Sieht fast aber es haben Freunde von mir so indianisch aus, im, ne, Dschungel gemacht. Dieser Dschungel, ja, der ist wirklich faszinierend. Wie gesagt, wir verraten noch nicht so viel, denn wir gehen ja gleich zusammen in den Dschungel. Vampirkönigin sind Sie in Ihrer neuesten Rolle im Kino. Vampir denkt man immer an Blutsaugen, ein bisschen böse. Was ist Ihre Vampirkönigin für eine? Also, ja, diese Rolle, ja, fand ich wirklich super reizvoll. Ich habe mich so darüber gefreut, als sie mir angeboten wurde, denn die ist stark. Sie ist gefährlich, sexy, sie ist sehr schlau, nutzt es aber, um eher hinterlistig und böse zu sein. Aber sie ist trotzdem faszinierend und liebenswert. Und zwar, weil man eben im Film ihren Weg verfolgen kann, ja, und sieht, woher diese Bosheit kommt dadurch. Ich darf das durch den, ja, im Verlauf des Films entblättern. Und das finde ich so wertvoll in einer Zeit wie unserer, wo Hass so prävalent ist. Also im Großen, in Kriegen, die ja ein endloser Zirkel von Rache und Vergeltung und Gier und Angst und im Kleinen. Also ich finde, ja, die Gesellschaft ist schon durchzogen von Neid und Missgunst. Also das, ne, Mobbing an der Schule, am Arbeitsplatz, jeder hat das schon mal erlebt. Also ich habe, glaube ich, nie verstanden, warum wir Menschen uns das Leben gegenseitig so schwer machen. Und besonders heutzutage dieser sehr bequeme, anonyme Hate-Mob im Internet, ne, wo man noch nicht mal Gesicht zeigen muss, und geschweige denn Rückgrat, sondern es geht einfach nur darum, abzureagieren. Und das ist der Punkt. Und das, finde ich, sieht man im Film so. Und deswegen fand ich die Rolle so reizvoll und den Film so wertvoll, weil man sieht eben, dass an der Wurzel von Bosheit, die ja meine Vampirkönigin hat, immer ein unglücklicher Mensch steht, also ein verletztes Herz oder auf jeden Fall eine Unerfülltheit. Und dass die Menschen, die anderen Böses zufügen, eigentlich die Schwachen sind und nicht stark. Denn sie sind nicht stark genug, mit diesen Schmerzen, die da im Herzen sind, umzugehen, sondern sie kanalisieren sie, indem sie andere
hassen, mobben, unterdrücken. Also im Grunde ein ganz modernes Fantasy-Märchen. Das heißt Die Vampirschwestern. Das ist sehr erfolgreich. Das ist jetzt der dritte Teil, in dem Sie eben die Vampirkönigin spielen. Ja. Toll, und auch wieder so ein super Kostüm. Ne? Ja, finde ich wirklich ganz klasse. Dürften Sie da mit Sprache halten? Schon ein bisschen, aber es war eine ganz tolle Kostümbildnerin. Wir haben uns echt sehr gut verstanden. Also die gehört auf jeden Fall zu meinem Team, wenn ich nächstes Jahr hoffentlich endlich eine eigene Sache umsetze. Mhm. Aber also, ja, das war wirklich meine Lieblingsszene im Film. Also meine und Lauras, die Dakaria spielt, die Vampirschwester. Ja, die ist auch eindrucksvoll, weil das sah ja aus wie eine richtige, ja, wie ein Tanz fast, Choreografie, ne? Ja, wir haben echt sehr lange dafür trainiert. Ne? Also wir hatten lange, also so pures Fechttraining mit einem Fechttrainer, der war auf jeden Fall Manfred, ich glaube, der kommt, der war sehr, sehr hart. Ja. Und dann kommt halt so ein Stunt-Team dazu, da hat man einmal den Stunt-Koordinator, der halt so diese ganzen Flugsachen koordiniert. Wie funktioniert das überhaupt dann mit dem Fliegen? Wird man da hochgezogen an einer Schnur oder ist das Trick? Das mit dem Fliegen, das funktioniert im Grunde die Sachen, die ich vorhin erzählt habe. Morgens kalt duschen, gesund essen, gut. Atmen, Yoga. Ich probiere es aus morgen früh. Nee, aber das ist auf jeden Fall eine Voraussetzung dafür, dass man solche Stunts machen kann. Mhm. Denn also die erfordern auf jeden Fall sehr viel Körperspannung, Körpergefühl und sehr viel Mut. Ja? Also ja, man hängt da an zwei Mini-Drahtseilen. Ja. Also, aber ich mache sowas wahnsinnig gerne und... Ja, also und dann kommt natürlich jemand dazu, der so eine Art Choreografie macht. Und die muss ja dann genau mit dem Text getimed sein. Ne? Und dann wird das alles, ja, wenn man dann an dem Tag, wo das gedreht wird oder an den zwei Tagen dasteht, dann ja, muss es eben klappen. Du hast dann ein Team von 100 Leuten, die darauf warten, dass ja, wir das jetzt alles richtig machen. Deswegen ihr habt sehr richtig große gemacht, Verantwortung, wirklich. Aber es hat uns beiden echt so einen Spaß gemacht. Ja, das merkt man, das kommt auch rüber. Also ja, der Film ist ja schon im Kino seit einer Woche, wie gesagt, super erfolgreich und ist vielleicht ein schönes Geschenk für Weihnachten, eine Kinokarte für die Vampirschwestern. Noch genau 10 Tage, dann ist es ja wieder soweit. Noch bleibt etwas Zeit, um alle Geschenke zu besorgen. Doch alle Jahre wieder dieselbe Frage, was um Himmels Willen schenken? Nils Utzig hat sich auf dem Spielzeugmarkt umgehört und da tut sich einiges, auch Grausiges. Oh, wie süß. Und seinen Kumpel hat er auch noch mitgebracht. Niedlich. Was? Sie sind ja schrecklich. Kuscheltiere mit Schockeffekt. Feisty Pets. Auf Deutsch streitlustige Haustiere. In Amerika gerade der Hit unterm Baum. Hier bei Höhenflug, traditioneller Spielzeugladen in Kiel, gibt's diese kleinen Monster noch nicht. Und das soll auch so bleiben. Taugt das was? Naja, also ich würde es nicht in meinen Laden legen. Aber die Faszination kann ich schon verstehen. Es ist nicht unwitzig. Aber es ist ja porthässlich. Spielzeug soll die Fantasie anregen. Darauf setzt der Chef. Puppen, Teddys, die Klassiker. Dennoch, auch der Einzelhandel geht mit der Zeit. Ganz neu, Bausteine mit LED-Beleuchtung und Bausätze aus Holz mit Antrieb. Diese beiden setzen komplett auf schräges Zeug. Get Digital aus Kiel. Geschenke für Nerds. Leute, die auf Technik stehen. Diesen Spielkram lieben auch Erwachsene. Florian und Philipp testen alles selbst. Angesagt, ein ferngesteuertes Auto an der Wand. Es saugt sich fest mit Luft. Hiermit wird das Sofa zum Videospiel. Tetris-Kissen. Früher hat man vielleicht eher ein bisschen klassischere Sachen geschenkt und jetzt möchte man gerne auch Dinge im alltäglichen Leben haben, die einen ja, thematisch beschäftigen aus Big Bang Theory oder ähnlichen Fernsehserien, Breaking Bad. Wacka, 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 wacka. Für ihn der fliegende Globus. Für die Dame Molekülstrukturen als Schmuck. Hier vergoldet das Hormon Serotonin. Erst ein Ninja-Schwert, dann doch ein Schirm. Und diese Kaffeetasse rührt von selbst um. Geschenkideen 2016. Das ist eine Binäruhr. Die funktioniert so, dass sie die Zeit in der Sprache der Computer anzeigt. Ja, jetzt ist es 1 Uhr, oh Gott, 1, 2, 4, 8, 12, 32, 44, 1 Uhr 44.
Da muss die Anleitung aber mit ins Geschenk. Und dann sind da ja noch diese Biester. Was für eine Bescherung. War da was dabei, was Ihnen gefallen würde, worüber ja, Sie sich freuen würden? Ja, ich war jetzt ganz erstaunt. Eigentlich bin ich ja so ein bisschen anti den ganzen Geschenke-Irrsinn, aber da waren jetzt schon so ein paar Sachen dabei. Also den Schirm, den Ninja-Schwertschirm, also als Jedi. Passt natürlich, bitte. Genau. Also, und ich bin auch so jemand, der, also ich habe so einen Koffer, ich bin ja sehr viel unterwegs, also ich habe einen Koffer für den Dschungel, einen Koffer für irgendwie L.A. und einen Koffer, mit dem ich halt immer in Deutschland für die ganzen Drehs reise. Und also ich habe zum Beispiel immer meine eigene kleine, also ich mache meinen Kaffee immer selber. So, und so, ich achte schon auf so gutes Essen und nur frische Milch. Ich hasse Haarmilch. Und deswegen habe ich immer auch so einen Milchschäumer dabei in meinem Hotelzimmer. Also diese kleine Tasse wäre natürlich schon praktisch. Die sich praktisch, selbst umdreht, ne? Die wäre noch kleiner, also die würde mein Gepäck ein bisschen minimieren. Und da war noch was. Was war noch? Ah, dieses Serotonin-Ding ist ja geil. Also ist ganz ja? cool, dieser Schmuck. Cool. Aber wieso ein Koffer für L.A.? Sind Sie öfter in Los Angeles oder schon in Hollywood? Ja, ich habe da schon auch immer mal gelebt über die letzten 10 Jahre. Aber war jetzt die letzten... also ich habe da noch ein Zimmer in so einer ganz tollen wilden Künstler-WG, aber das ist untervermietet an jemand anders. Weil ich war jetzt 1,5 Jahre gar nicht da. Also es hat mich intuitiv gerade da nicht so hingezogen. Sie schon haben auch so ein ganz schönes Red Race. Ja, Sie haben auch genug hier zu tun. Wie gesagt, gerade in 2 Kinofilmen. Weihnachten kommt ja noch der mit von Wolfgang Petersen, Vier gegen die Bank. Und jetzt, wie gesagt, die Vampirschwestern. Sie waren oder sind sehr berühmt und bekannt geworden, auch durch Let's Dance, die RTL-Tanzshow, wo Sie eine der Dancing Queens waren. Wie kam es, dass Sie da mitgemacht haben? Also ich liebe Tanzen und... als ich gefragt wurde. Guck mal, hier sieht man Wahnsinn, dieses Foto. Ja, das ist toll. Das war auch einer meiner Lieblingstänze, die Fusion, die Rumba, und Tango hier? Fusion. Und also Sie lieben Tanzen, aber konnten Sie das schon? Also ich habe noch niemals in meinem Leben vorher Ballroom, Dance, Tango, irgendwas gemacht. Ich habe als kleines Kind so Ballett getanzt. Also, und ich habe schon immer Tanzen geliebt. Also ich tanze jeden Tag, aber ich tanze ganz anders natürlich. Also so wild und frei wie möglich. Zu Hause im Wohnzimmer, barfuß. Oder? Also ja, ich sag immer, Tanzen ist meine Medizin und kann das auch wirklich jedem nur empfehlen. Also Tanzen gehört auf jeden Fall zu meinen täglichen Ritualen, um dieses köstliche, aber auch immer wieder herausfordernde Geschenk des Lebens zu meistern, um die Wellen zu reiten. Weil Tanzen bringt einen halt aus dem Kopf. Also wir sind ja im Kopf mit den Gedanken, tendieren wir dazu, ja entweder in der Vergangenheit zu sein, ganz oft, mit irgendwie Bedauern, warum habe ich das, oder in der Zukunft mit Sorgen. Und wir sind ganz selten einfach so hier, im Jetzt. Jetzt. Das ist echt faszinierend, wie wir Menschen von unseren Gedanken kontrolliert sind. Und man kann schon lernen, die Gedanken ein bisschen zu kontrollieren, ein bisschen zu zähmen, diese Wildpferde. Wie machen Sie das? Wie zähmen Sie die Gedanken? Oh, da können wir nachher so eine kleine Übung dazu machen. Ja, machen wir nachher eine kleine Aktion. Gut. Aber Tanzen auf jeden Fall hilft. Also, und ich tanze wirklich jeden Tag 5 bis 10 Minuten mindestens, also auch am besten eine Viertelstunde. Und ja, dazu gehört auch Disziplin. Mhm. Aber besonders, wenn es einem nicht gut geht, kann ich wirklich raten, sich durchzuringen, statt irgendwie einen Becher Eis zu essen oder irgendwie im Netz rumzusurfen, zu sagen, nee, ich raff mich jetzt auf, mach 10 Minuten Musik an und tanze, bis ich schwitze. Also man muss so diesen Punkt durchbrechen. Mhm. Und ich glaube, das kennt jeder, das erreicht man ja auch beim Rennen oder irgendwas. Man durchbricht dann so einen Punkt und plötzlich ist man hier, im Jetzt. Man ist raus aus dem Kopf und man ist im Körper, im Herz, in der Mitte und eben im Moment. Und da ist man frei. Und das klärt halt alles einfach so. Also das ist genauso wie in der Natur sein, auf dem Berg stehen, durchatmen und man ist so, wieso habe ich mir darüber so einen Kopf gemacht? Perspektivwechsel. Ja, und deswegen gut, dass Sie das mal wieder so sagen und erzählen, köstlich. Weil man vergisst es immer, dass es eigentlich so einfach sein kann. Ne? Einfach tanzen, kalt duschen, und für atmen, mich halt achtsam sein, eigentlich alles ganz einfach. Man macht es dann nur nicht. Ja, das ist halt, was ich immer sage, also ein Fünkchen Disziplin gehört auch dazu, diese kleinen Rituale zu kultivieren, die einem eben helfen. Also für mich ist so dieses Leben echt ein Geschenk und zwar auch so ein Experiment, um rauszufinden, was kann man mit diesem Körper machen, was kann man mit diesem Geist machen, was kann man mit diesem Herz machen und was kann man mit allen dreien zusammen machen.
Und ich finde es schon faszinierend, also was ich über den Verlauf dieses Lebens gelernt habe, ja, was man, wie man wirklich, also ich nenne das immer, das ist ein Wunderwerk, wie das alles zusammenarbeitet und auch, man kann es stimmen, wie ein Instrument. Mhm. Man kann wirklich sein Instrument stimmen. Man ist nicht so ein Opfer, sondern man kann sagen, nee, man kann wirklich bestimmen, woran man denken will, ja, worauf man seine Kraft fokussiert. Und dann fühlt man sich anders und dann strahlt man was anderes aus. Das ist reine Physik und das kennt aber auch jeder. Einer betritt einen Raum und der Raum leuchtet, einer betritt einen Raum und alle sind so, mhm. Und das kann man selber bestimmen und so entwickelt sich dann auch das Leben um einen rum. Deswegen Verantwortung übernehmen. Also jeder kann seine Aura bestimmen. Das ist doch schon mal ja, ne? So ein bisschen ja, zumindest. So okay, also ne? Damit Sie heute in den Raum gehen und alle klatschen, applaudieren und Sie strahlen, ein bisschen sich vorher fokussieren. Freitanzen. Eine Kuh als Haustier, das ist schon ein bisschen verrückt, oder? Also, ja, weiß nicht. So verrückt finde ich es jetzt auch nicht. Also ich meine, also eine Kuh ist ja ein wertvolles Nutztier, wenn man also sie hält. Aber ich finde es so groß. Ich finde es aber nicht so toll, also ehrlich gesagt. Also ich finde ja auch Zoos ganz schlimm. Also ich verstehe es überhaupt nicht. Warum muss man Tiere, wir wollen ja auch nicht irgendwie in Käfigen leben. Sind Sie Vegetarierin? Ja, aber ich bin jetzt keine Militante, die jedem sagt, du darfst kein Fleisch essen. So. Also es geht darum, ein Bewusstsein zu entwickeln. Es geht bei allem darum, also was ich erzähle, soll nie ein Diktat sein. Es ist einfach nur, also es geht darum zu teilen, was man auf diesem Lebensweg gelernt hat und einfach zu inspirieren, also Fragen zu stellen. Also ich habe ja zum Beispiel die Schule abgebrochen. Ich sage jetzt nicht, jeder soll die Schule abbrechen, aber für mich war damals klar, ich kann hier nichts wirklich Wichtiges lernen, was ich mehr brauche, sondern ich hatte damals ein Nahtoderlebnis, habe eine lebensbedrohliche Krankheit überlebt. Das hat alles, es hat meine gesamten Werte natürlich komplett neu definiert. Und ich war damals so, ich kann keine Sekunde mehr verschwenden. Ich will einfach rausgehen ins Leben und sehen, also was ist das denn überhaupt wirklich Leben? Also in die Welt ziehen und das Leben wirklich erleben. Mhm. Also sehen, hören, fühlen, schmecken, kosten. Und eben nicht nur aus Büchern lernen, denn wer weiß denn, ob das stimmt. Also in verschiedenen Ländern, das wissen wir alle, in verschiedenen Kulturen stehen ganz verschiedene Sachen in Büchern. Mhm. Und deswegen werden teilweise Kriege geführt. Und um jetzt zurückzugehen auf ob man jetzt eine Kuh hält oder nicht, der Punkt ist, Menschen sollen halt wirklich Fragen stellen und eigene Wahrheiten finden und Werte definieren und aber auch Dinge einfach wirklich hinterfragen. Mhm. Und ja. Was ich ganz spannend finde bei Ihnen, dadurch, dass Sie sich so viel Gedanken machen und ja so ganz andere Themen auch aufwerfen, wenn man Interviews über Sie liest, gibt es manchmal so, hat man das Gefühl, Journalisten, die schreiben dann, sie ist so ein bisschen verrückt, aber nicht im Sinne von verrückt, also sondern verrückt so anders ein bisschen als die Norm, ja, glaube ich. Das ist ja ein, ist Kompliment. Ein Kompliment für Sie, ja? Ja, aber niemand will doch, also ich glaube, jeder würde es als Beleidigung empfinden, wenn man zu ihm sagen würde, du bist so normal, ja. Alter. Ja. Ich meine, wirklich, es will doch eigentlich keiner normal sein. Der Punkt ist, wir sind alle verschieden. Von wie viel Billionen sind wir jetzt auf der Welt? 80? Ich glaube, kommt hin. Also, das ist ja das Faszinierende. Keiner von uns ist gleich. Und deswegen nochmal auf das, was ich vorhin auch gesagt habe. Ich verstehe, habe nie verstanden, warum wir Menschen uns das Leben gegenseitig so schwer machen. Wir sind nun mal alle verschieden. Und deswegen ist ja einer meiner Signaturen, die ich auch unter jeder E-Mail steht oder auch oft meine Hashtags sind, ist halt so, beautiful, also ach, schön. Das Wort beautiful, ja, mit you und full drin, also sei voll du, dann bist du schön. Und das ist ja auch das Teil meiner Mission, einfach so zu ermutigen, die Flügel auszubreiten und sein ja, wahres kreatives Potenzial zu entfalten und das Leben eben wirklich zu ehren und zu genießen, bevor es zu spät ist. Aber sich apropos Flügel, Sie haben, glaube ich, nur einen, ne? Sie haben noch ein Tattoo, glaube ich, was... Ich jemand anders hat einen anderen. Aber ich trage ja gerne Flügel. Wo ist er? Ja. Waren Sie denn schon auch als Kind so ein bisschen besonders, dass Sie sich Gedanken gemacht haben, die sich vielleicht aber andere Kinder... jeder ist besonders. Jeder ist halt anders. Aber gerade als Kind ist es oft gar nicht so leicht, wenn man ein bisschen anders ist, weil Kinder immer gerne mit denen spielen, die genauso sind wie Sie. Also ich glaube... Ich war schon ein sehr ernstes Kind. Ich habe auch Fotos von Ihnen. Ich habe aber auch gerne getanzt, schon als Kind natürlich. Also ich bin im Osten aufgewachsen und mir war schon
sehr bewusst damals, dass ich nicht, also ich wollte schon immer in die weite Welt reisen. Also schon seit ich ein kleines Kind war, seit ich mich erinnern kann, hatte ich immer diesen Traum, in die Welt zu reisen. Meine Lieblingsserien waren als Kind also Love Boat und Charlie's Angels. Also ich wollte entweder ein Charlie's Angel werden, wenn ich groß bin, oder auf dem Love Boat arbeiten als Barkeeperin, damit ich die ganze Welt sehen kann. Und mir war aber schmerzlich bewusst, dass ich eben nicht reisen konnte, weil ja, meine Eltern waren sehr jung und ich habe das, glaube ich, beiden angemerkt, dass sie das so belastet hat, dass sie sich eingekerkert gefühlt haben. Und mein Vater ist halt, der war sehr rebellisch, der hat dann es versucht zu fliehen und wurde aber leider geschnappt und war dann im Gefängnis, was mich sehr mitgenommen hat, weil natürlich, also als Kind reißt einem das so das Herz raus, und man denkt natürlich, man weiß, die waren nicht nett zu ihm, als sie ihn gefangen genommen haben und so, und wie die Zustände da waren. Und ich glaube, das ist schon was, was auch initial in mir so diesen ja, sehr rebellischen Freiheitssinn ja, ausgelöst hat. Ja, ja, geweckt hat und einfach, also der ist da drin, der ist in mir gepflanzt, und ich glaube, deswegen bin ich einfach auch so eine Verfechterin der Freiheit und kämpfe immer dafür und bin auch so abenteuerlustig. Also mein Vater war definitiv abenteuerlustig. Und ja, ich glaube, das ist einer der Punkte, der mich dann zu dieser Jedi-Yes-Lichtkriegerin, Kämpferin gemacht hat. Jedi-Yes müssen wir noch kurz klären. Ja, wer ist Jedi-Yes? Ja, also das ist so die weibliche Form des Jedi-Ritters. Mhm. Für alle, die Star Wars geguckt haben. Genau, aber ja, nur im übertragenen Sinn. Es heißt einfach nur eine gesunde, glückliche, lebensfrohe, freie Frau, die mutig ihr Leben lebt und eben kein Opfer ist der Umstände. Sondern, und das habe ich halt bei diesem Nahtoderlebnis so krass gemerkt. Ich war halt da am Scheideweg, leben oder nicht leben. Und habe halt einfach Entschuldigung, gleich mal fragen, was sieht man da oder wie erlebt man das? Ach, naja, das ist ganz verschieden. Also bei allen sagen also Licht, Tunnel oder... Also ich kann einfach nur sagen, dass ich vorher in einer Opferrolle war, und weil ich irgendwie, also ich habe darauf gewartet, gerettet zu werden, oder irgendjemand muss doch sehen, dass es mir schlecht geht, dass ich kann, dass ich, und da habe ich, an diesem Punkt habe ich einfach geschnallt, was für ein Unsinn, das ist mein Leben, also es, und es ist mein Geschenk, damit aber auch meine Verantwortung. Und jeder ist am Ende am meisten, also so Haupt für sich selbst verantwortlich, also du kannst nicht, also dein Leben lang deine Eltern für irgendwas verantwortlich machen, weil der nicht da war. Also ich meine, keine Eltern sind perfekt. Also ich treffe manchmal Leute, wie gesagt, mit 50 sagen die immer noch so, ja, aber meine Mutter hat das immer gemacht, die hat immer das gesagt und deswegen bin ich so, mein Vater war nie da und deswegen bin ich so. Ja, I mean, you know, tough shit. Also niemand hat eine perfekte Kindheit, niemand hat perfekte Eltern. Man kann nicht perfekt sein. Eltern sein ist wahnsinnig schwer. Also deswegen, man muss irgendwann Verantwortung für sich selbst übernehmen. Und das ist das, was ich vorhin auch erzählt habe mit der Disziplin und den Ritualen und der Physik und diesem Instrument, was wir sind. Also, was wir selber stimmen können. Das ist sehr, sehr spannend, wie Sie das erzählen. Also es geht darum, Verantwortung zu übernehmen für das, was man denkt, was man fühlt und was man damit kreiert, in sich und um sich. Und damit auch natürlich in der Teil der Gesellschaft, der man ist. Und deswegen, Das gibt auch dann die Kraft Jedi. Natürlich. Ja, das, genau, wie heißt sie? Jedi? Jedi-Yes. Und deswegen Jedi-Yes. Ist es halt, also jede Frau kann eine Jedi-Yes sein. Und die Frau, die ich Ihnen jetzt vorstelle, das ist echt eine Jedi-Yes. Ich habe schon von ihr gehört. Die hat nämlich die Schockdiagnose Krebs bekommen. Das ist ja für jeden schlimm, aber besonders natürlich, wenn man jung ist. Und Miriam, Jedi-Yes, war gerade mal 25, hat gelitten, aber auch gekämpft und schließlich gesiegt und startet eine Kampagne, Fuck Cancer. Nun erscheint ihre Biografie und Mesum Belgassem war sehr beeindruckt. In Krankenhäuser wie das UKE in Hamburg geht sie nur noch, um andere zu unterstützen. Miriam von M., 39. Ihre Lebensaufgabe? Kampf gegen den Krebs. Ich habe einfach dieser schrecklichen, ekligen, negativen Krankheit einen absoluten Sinn gegeben und habe ihr alles Böse geklaut. Doch bis dahin ist es ein langer Weg. Mit 25 bekommt Miriam, damals Mutter eines 2-jährigen Sohnes, die seltene Diagnose Vulvakrebs der äußeren Geschlechtsteile. Den Tag werde ich nie vergessen. Ne? Ich weiß noch, also als ich morgens in diese Praxis gegangen bin und
schon so ein komisches Gefühl hatte und der Arzt mir dann, während ich hinter der Kabine war und mir hier ne, die Hose hochgezogen habe, sagte er mir, dass ich ein Karzinom hatte, dass ich Krebs habe. Und ja, das war so dann der Anfang von einem ganz langen Leidensweg. Ja. Chemotherapien, Operationen, unerträgliche Schmerzen und psychische Zusammenbrüche. Miriam kämpft ohnehin schon seit ihrer Jugend mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ich habe am Tag mich, keine Ahnung, wie oft selbst verletzt. Ich musste spüren, dass ich noch lebe überhaupt. Ne? Und ich habe mir ganz oft zu dem Zeitpunkt die Frage gestellt, was habe ich verbrochen, um das zu verdienen? Und einmal habe ich mir die Frage gestellt, warum ich? Und habe mir aber im gleichen Abendzug dann gesagt, ja, warum denn nicht du? Miriam gibt nicht auf und überlebt. 3 Jahre später der nächste Schock, Gebärmutterhalskrebs. Und trotzdem wird Miriam wie durch ein Wunder schwanger. Sie entscheidet sich für das Kind. Ich habe mir gedacht, wenn der Gabriel jetzt auf die Welt kommt und gesund ist, dann haben wir die Krankheit schon eigentlich besiegt. Dann haben wir Leben entstehen lassen in einer todbringenden Zeit. Gabriel kommt auf die Welt und Miriam besiegt den Krebs ein zweites Mal. Seitdem will sie nur eines, anderen helfen. Letztes Jahr hat sie über ihre Arbeit mit 3 Krebspatienten einen Film gedreht. Und vor ein paar Wochen erschien Fuck Cancer, Miriams Biografie. Genau so heißt auch ihr Motto, mit dem sie andere unterstützt. Wie die 17-jährige Kim. Sie hat Leukämie und einen Herzenswunsch. Einmal von einem Profi geschminkt werden. Deshalb hat Miriam eine ganz besondere Visagistin eingeladen. Ich habe die Diagnose Brustkrebs selber bekommen, als ich 26 war. Und habe dann infolgedessen auch eine Chemotherapie gemacht und eine Bestrahlung. Und weiß dadurch natürlich ganz genau, wie es ist, wenn man keine Haare mehr hat. Und den Effekt, den Make-up einfach in der Zeit auch hat. Kims Haare wachsen wieder langsam nach. Lange musste sie sich Wimpern ankleben. Am Anfang sah es bei mir immer schrecklich aus, aber jetzt kann ich das mittlerweile sogar ohne Pinzette. Jetzt mache ich das nur mit den Fingern. Es ist so überwältigend, wenn ich sehe, weißt du, gestern sitzt sie vielleicht noch da und weint, weil es ihr nicht gut geht. Heute sitzt sie da und strahlt und lächelt und freut sich. Visagistin Julia Siegmann hat während ihrer eigenen Erkrankung Echthaarbänder entworfen, die Kim jetzt ausprobieren darf. Oh, wie schön. Gefällt's dir? Ja. Das hat sie gut gemacht. Ja. Jetzt kann man ein paar richtig schöne Bilder machen, ne? Ein Shooting nur für Kim. Mit einer Fotografin, die ehrenamtlich Krebskranke wunderschön in Szene setzt. Den Weg, den ich gegangen bin, der war zwar schwierig und schrecklich, aber der hat mich ja auch hier hingebracht. Und wenn ich was geändert hätte, dann wäre ich vielleicht doch auch nicht hier. Sie könnte zurzeit nicht glücklicher sein, sagt Miriam. An Silvester wird sie ihren Freund heiraten. Und auch in Zukunft heißt ihr Motto Fuck Cancer, dem Krebs die Stirn bieten. Wow, was für eine beeindruckende Frau. Positive Energie, da ist sie wieder. Und apropos positiv, der NDR macht auch in diesem Jahr wieder eine große Spendenaktion. Wir sammeln Hand in Hand für Norddeutschland Geld für Menschen, die im Sterben liegen. Die große Gala findet übermorgen statt. Sie können aber schon heute spenden und die ganzen Tage. Die Kontodaten sehen Sie eingeblendet. Sie finden sie aber auch ganz in Ruhe noch mal auf der Internetseite. Und wir sind mittlerweile an einem ganz anderen Ort. Sie sehen schon hinter mir, wir sind im Dschungel, der Herzensort von Jana Palaske. Warum, Jana, wieso ist der Dschungel Ihr Herzensort geworden? Ja, ich liebe die Natur. Also wie gesagt, Tanzen ist so meine Medizin und in der Natur sein. Das ist einfach, ja, wie ich ja vorhin schon gesagt, das relativiert alles. Aber wie haben Sie Dschungel für sich gefunden? Ja, also ich bin ja damals nach diesem Nahtoderlebnis, der Einspieler eben von Miriam, das war wirklich perfekt. Also so eine Jedi ist. Und sie hat genau wie ich das irgendwie so als das Geschenk genommen, daraus zu lernen, eben kein Opfer der Umstände zu sein, sondern immer das Beste draus zu machen und ja, daraus so seinen Lebensweg zu formen und auch Dinge weiterzugeben. Und ich bin halt damals dann eben losgereist in die Welt und habe mittlerweile so ja, 5 Kontinente, unzählige Länder und da einfach ganz viel gelernt. Und irgendwann bin ich dann halt so vor 10 Jahren auf diese Dschungelinsel gestoßen in Asien. Ja, und da habe ich einfach so meine Herzensheimat gefunden. Das ist so eine kleine Bucht,
da gibt es keine Stromleitungen hin. Das heißt, ja, und man kommt auch nur mit dem Boot hin. Also mittlerweile gibt es eine Straße durch den Dschungel, die ist aber also keine befestigte, sondern die beste Werbung für einen Jeep, die ich mir bis jetzt vorstellen kann. Also das ist echt so. Ja, und deswegen ist es halt sehr beschützt. Also da kommt halt wirklich nur hin, wer wirklich hin will. Mhm. Und man, ja, ich liebe das einfach so. Also ich habe jetzt eine Solaranlage. Ne? Das heißt, also Sie haben da eine richtig eigene kleine Hütte, wenn Sie sagen, Sie haben da eine Solaranlage? Ja, ich habe da so, also das Haus gehört mir nicht, aber das habe ich von einer thailändischen Familie gemietet. Ja. Das hat aber viele Jahre gedauert, bis man sozusagen den Respekt hat, dass sie einem vertrauen, also dass, ja, dieses Land vertrauen. Also das bedeutet mir auch sehr viel, dass sie mir das so anvertraut haben. Und das ist so ein Baumhaus, wie wir jetzt hier in so einem sitzen? Ja, also es ist auf jeden Fall noch viel noch einfacher als das hier auf jeden Fall. Und es ist so, da bin ich einfach pur glücklich. Und Sie strahlen jetzt schon so, man kann sich gar nicht vorstellen, dass es noch mehr wird. Die Augen strahlen, leuchten. Also, ist ja schön, wir haben hier so ein bisschen sogar die Geräuschkulisse. Also so, die Geräusche allein dort machen mich glücklich. Also die Natur, das in der Natur zu leben, gibt einem so eine Kraft. Also mich hat es über die 10 Jahre, die ich da jetzt so circa die Hälfte des Jahres immer verbringe, so stark gemacht. Also nachts allein im Dschungel zu sein, ohne Lichtschalter, den du mal schnell anmachen kannst, ist auf jeden Fall, also die ersten Nächte damals vor 10 Jahren hatte ich wahnsinnige Angst. Und da habe ich wirklich so eine Dark Night of the Soul irgendwann durchgemacht, so ein paar Nächte, wo ich alleine wirklich weit weg von allen in meinem Haus da war. Und da schaut man sich alles an. Und dann geht man durch diese Ängste durch und dann ist man einfach stärker und man merkt dadurch, dass man in der Natur lebt, wie man erstens, also man, es weckt diese natürlichen Instinkte des Körpers wieder. Man kann, also ich finde mittlerweile meinen Weg durch den Dschungel ohne Taschenlampe und man ist plötzlich so, wow, ich hatte nicht mal die Taschenlampe an. Das Schöne ist, dass es ja nicht nur Dschungel gibt, sondern eben auch das Meer. Und wie Sie das Meer genießen, sieht man hier auch auf diesen Bildern am Strand entstanden, wo Sie ja, was Sie vorhin auch erzählt haben, was Sie zu Hause machen, tanzen, sich einfach ganz frei bewegen und den Moment genießen. Hier auch mit dem Hula-Hoop-Reifen. Ist der immer dabei? Ja, den habe ich immer dabei, auf jeden Fall. Das ist auch ein Lied, glaube ich, was Sie selbst geschrieben haben, was wir jetzt hören, ne? Ja. Ja, ich habe halt über die Jahre, also die ich durch die Welt gereist bin, diesen Weg einfach intuitiv, das war überhaupt kein Konzept, ich habe das einfach festgehalten, also in, natürlich in Texten, in Bildern und als wir dann jetzt vor so 5, 6, 7 Jahren die Telefone hatten mit Kameras und so, auch immer mehr in Videos, also meine ganzen Musikvideos sind sozusagen in all diesen Jahren selber gedreht und ja, ich veröffentliche die halt als Jedi-Yes einfach so auf meinen Facebook und Instagram, Social Media Kanälen. Also da kann man sie ihnen auch folgen als Jedi-Yes, um zu sehen, also das ist im was Grunde, sie gerade erleben. Ja, das soll einfach so ein Fenster sein in eine andere Möglichkeit, dieses, ja, wie gesagt, manchmal herausfordernde, aber am Ende doch immer das, wofür wir gekommen sind, dieses Mysterium, dieses köstliche Geschenk Leben, dann doch zu ehren, zu zelebrieren, zu genießen. Also wenn man so ein paar Sparks braucht, dann kann man da reinschauen und mit mir mittanzen oder dadurch inspiriert werden. Das wird man auf jeden Fall. Also Sie inspirieren auf jeden Fall. Schön. Und ja, deswegen halte ich das, ja, wie fest, also diese ganzen Rituale da so fest und teile die da einfach so. Ach, wir wollten ja auch noch atmen. So, und wir sind wieder auf dem roten Sofa. Erinnert ein bisschen an den roten Teppich, auf dem Sie gestern noch waren, oder Jana? Ja, das war auf jeden Fall ein schönes Ding. Premierenfeier von 4 gegen die Bank. Ja. Von Wolfgang Petersen, dem Regisseur, und mit großen Stars, mit Ihnen, aber auch viele andere, die wir hier im deutschen Kino kennen. Wer hat da noch alles mitgespielt? Jan-Josef Liefers, Matthias Schweighöfer, Till Schweiger, Bulli, ja, Herbig. Genau, Matthias und Thomas Heinze, Alexandra Maria Lara. Toll. Ist das auch eine nette Atmosphäre, wenn Sie alle zusammen sind? Naja, beim Dreh haben wir uns, also es sind ja verschiedene Stränge und Episoden, also wir haben nicht jeden Tag alle zusammen gedreht, also und ich schon gar nicht. Die Hauptrollen sind natürlich schon so die Jungs und wir Ladies bringen da so ein bisschen Frauenpower rein. Ja, es war auf jeden Fall
Also ich bin sehr dankbar, dass ich ein Teil davon sein durfte, dass ich mit der Legende Wolfgang Petersen einmal drehen durfte. Ja, und vor allem, mit, wie gesagt, mit Bulli Herbig. Kinostart ist ja am 25.12. Ja, gegen die ganze Konkurrenz im Fernsehen. Da werden ja alle Spielfilme immer abgefeuert, die guten. Aber 25. eben, wie gesagt, erster Weihnachtsfeiertag, auch dann toller Kinofilm. Aber da sind Sie gar nicht da, ne, Jana? Sie können ihn nicht sehen. Nee, ich habe ihn ja jetzt gestern schon gesehen. Sie fahren nämlich wieder auf Ihre Insel in den Dschungel. Ja, also das ist schon mein liebster Ort. Also meine Großeltern, die... Mit denen verbringe ich vorher so Qualitätszeit. Mhm. Die waren auch gestern da und haben sich so gefreut. Also, und ich, ja, das ist für mich so das Schönste, ja, wenn die sich so freuen. Und also bei so einer Premiere kriegt man dann natürlich einen Fahrer, der holt einen ab und fährt dann nach Hause. Und dann waren sie ganz stolz. Ja, können Sie meine Großeltern nach Hause fahren? Und ach, ja, das bedeutet mir viel, wenn meine Großeltern gut behandelt werden. Deswegen hat Tilly bei mir auch immer einen Stein im Brett, weil meine Großeltern, Til Schweiger. Ja, die kommen mich eigentlich, wenn es geht, an jedem Filmset einmal besuchen, weil sie dann so stolz sind und sich einfach freuen. Und Till war, das war damals bei Phantomschmerz schon viele Jahre her, so nett zu ihnen. Also meine Oma schwärmt immer noch. Und wie gesagt, da habe ich gesagt, ey, du hast bei mir forever einen Stein im Brett. Also wer zu meinen Großeltern respektvoll ist und sich gut verhält, der, ja. Ja, und charmant, das kann ja Til Schweiger, das muss man sagen. Haben wir hier der auch ist schon. Auch wirklich, ja, das, ist also auch wirklich. Bulli ist entzückend in dem Film, aber Tilly spielt wirklich ganz, ganz toll. Müssen wir mal wieder ganz einladen. Entzückend. Morgen geht es bei uns rasant zu. Da kommt nämlich Steffen Hensler. Da bin ich für gespannt. Sie, ja? Aber ja, Sie haben keine Kinder, nicht, ne? Das ist aber auch ein bisschen gefährlich. Oder? Jana, Sie haben keine Kinder. Also Sie müssen noch keine Kinder an den Herd locken. Nee, keine eigenen, aber ich liebe Kinder. Schön. Ich kümmere mich lieber um all die Kinder, die schon da sind. Wir sind leider zu Ende. Danke Ihnen, dass Sie hier sind. Schön. Und viel Glück bei allem. Und 18:45 morgen bei das. Tschüss.